Okay, liebe Leute, im heutigen Video schauen wir uns die Release-Version der Grumman G44 Avigeon und die Aerosoft Seychellen-Szenerie an. Bevor es richtig losgeht, aber wieder ganz kurz der Hinweis, wir haben einen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern und einem mehrköpfigen Supporter-Team. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, ihr euch mit anderen darüber austauschen wollt oder ihr Mitspieler sucht, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Ihr findet dort auch die meisten meiner Videos, Mods und Links nach Kategorien sortiert. Den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Gut, liebe Leute, wir sind hier auf den Seychellen. Das ist hier die Hauptinsel Mahé und wir sind hier am International Airport. Das ist die Szenerie von Aerosoft, gibt es aber auch woanders zu kaufen. Und es werden ein Haufen kleinere Flugplätze auch mit abgebildet, statische Objekte und es gibt auch eine kleine Dokumentation dazu. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Hier. Im Endeffekt kann man bei der Installation sogar aussuchen, ob man statische Elemente haben möchte. Kann man an- und ausschalten. Und dann gibt es auch zu jedem Airport so kleinere Hinweise. Die beiden größten sind auf jeden Fall dabei, ne? Hier Mahé und Prasden auf der anderen großen Insel. Und dann ist zu jedem kleinen Airport hier eine kleine Anekdote geschrieben. Und diese Seychellen erstrecken sich ja über ein Riesengebiet. Und hier sind, weiß ich nicht, hier war irgendwo eine Übersicht. Wartet mal, das sind, glaube ich, fast 20 kleine Airports hier. Wo war's? Hier, ne? Hier sind die Hauptinseln irgendwo. Ah, das ist ein bisschen größer dargestellt. Mahé und hier oben ist dann Prasden. Und hier überall, wo so ein Kreis drum ist, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, viele kleine Flughäfen dazu. So. Und wir gucken uns heute aber erstmal die Hauptinsel an und wir benutzen dazu die Grumman G44. Inzwischen ist das Flugzeug also aus dem Beta-Stadium raus. Es ist also die richtige Release-Version draußen und inzwischen auch schon die Version 1.1. Es gab zwischendurch zig kleinere Updates, also an dem Flugzeug wurde fleißig gewerkelt und es hat sich einiges geändert im Vergleich zum letzten Videos. Die meisten Texturen sind jetzt definitiv 4K. Wobei ich immer sagen muss, da muss man aufpassen, man kann auch einfach eine 2K-Textur hochskalieren, dann ist sie 4K, wird sie trotzdem nicht besser. Ne? Also ich finde es aber deutlich besser, das Flugzeug, aber hauptsächlich auch, weil an der Funktionalität gearbeitet wurde. Wir haben jetzt einen Autopiloten eingebaut. Ich mache mal ganz kurz wieder meinen gelben Punkt an Sekunde. So, sieht einfach schön aus. Wir haben jetzt hier einen Autopiloten mit eingebaut. Wir haben eine Anzeige für das Fahrwerk, ne, hier unten, ob es gerade ausgefahren ist oder ob es gerade eingefahren ist, ne? Wasser, blau, Land, grün, leuchtet dann dementsprechend und einige Funktionalität, also ich habe mir die Patchnotes durchgelesen, einige ja, Elektrobusse wurden so ein bisschen umsortiert und so weiter und so fort und ja, ich finde es richtig cool, fliegt sich auch wieder angenehm, bin schon eine Runde geflogen. Ich habe es mir wieder schwarz gemacht. Die Originaltexturen sind natürlich wieder in grün. Und wir haben sogar jetzt eine erweiterte Hydraulik simuliert, wenn wir es denn möchten. Ja, als Realismusoption können wir hier anschalten oder auch nicht. Und wir können zum Beispiel die Fenster aufschieben. Allerdings gibt es noch keinen unterschiedlichen Sound. Das heißt, wenn wir die Fenster aufmachen, wird es nicht lauter oder so, aber ich denke mal, das kommt noch. Also hier kam jetzt wirklich fast alle paar Tage ein Update raus und letzte Woche wurde dann die Release-Version 1.0 rausgehauen und jetzt am Wochenende kam, glaube ich, schon 1.1 und so weiter und so fort. Ich habe mir das Holz auch ein bisschen schwarz gemacht, sieht einfach edler aus. Ja, standardmäßig ist das natürlich alles in braun gehalten, braunes Holz. Aber kann ja jeder machen, wie er möchte, nicht wahr? So, dann fliegen wir einfach eine kleine Runde. Wir benutzen meine Checkliste, aber es ist eine super In-Game-Checkliste eingebaut. Die ist jetzt auch neu. Es gibt also eine komplette Checkliste, komplett, also mit einzelnen Punkten interaktiv, wollte ich sagen.
Komplett wäre doppelt, aber komplett interaktiv wäre richtig. Alles zum Abhaken und sollte ich extra nochmal darauf hinweisen, dass das alles auch wirklich funktioniert. Ich finde meine Checkliste einfach nur noch umfangreicher und ich werde die benutzen, aber alles, was hier drauf ist, ist auf meiner Checkliste auch drauf. Der einzige Unterschied, der hier gemacht wird, ist, dass die Generatoren schon vor dem Engine-Start angeschaltet werden. Ansonsten ist das alles eigentlich gleich. Na, aber hier kann man alles durchgehen, kann dann auch hier genau sich zeigen lassen, wo was ist und so weiter und so fort. Also eine typische interaktive Checkliste ist jetzt hier komplett mit drin. Gut, liebe Leute, dann schnappen wir uns mal meine Checkliste und fangen an. Erstmal setzen wir uns wieder unser Payload. Und zwar hauen wir uns wieder ein paar Leute rein. Wir fliegen nicht leer, lohnt sich immer nicht. Wir nehmen ein paar Leute mit zum Gucken. Hauen wir uns mal richtig voll. Sprit reicht locker. Center of Gravity schiebe ich ein ganz klein bisschen nach hinten. Also ich versuche bei Tail Draggern das Center of Gravity auch so weit wie möglich nach hinten zu schieben. So. Die Dokumente haben wir dabei. Na klar, Logo. Ohne fliegen wir nicht los. Parkbremse ist nicht gesetzt. Die ist jetzt gesetzt. Sehe ich unten auf meiner Leiste. Landing Gear Lever. Overhead Panel ist down. Magneto Switches. Overhead Panel sind auch alle down. Down ist gut, die sind off. Alternator Switches sind auch off. Alternator. Ja, links, rechts. Ist halt manchmal, weil die Schrift genau da drunter ist, ist es schwer zu erkennen. So. Halt. Hab ich jetzt was Falsches erzählt? Sekunde mal ganz kurz. Nein. Das ist richtig, ne? Wartet mal. Wir hatten, nee, das war die Avionik. Ich hatte ganz kurz wieder einen kleinen Aussetzer. Es ist in meinem Alter, jetzt wird immer schlimmer. Ist okay. Nein, war richtig. Engine Starters sind die. Alle off. Avionik Switch war nämlich der unten am Main Panel. Der ist off. Batterie Master kurz on. Circuit Breakers alle drin. Sieht erstmal gut aus. Sind, glaube ich, auch nicht simuliert, ne? Nee, Circuit Breakers sind nicht simuliert. Exterior Lights mal checken. Verzichten wir mal drauf. Fuel Quantity Check. Da unten wird jeweils die Hälfte angezeigt. Passt. Battery Master Switch wieder off. Also eigentlich ist er nur für den Lichttester, ne? Und für den, für Quantity Check eigentlich, aber die, okay, sind analoge Gauges, die sind immer an. Okay. Windows geputzt. Outside Check ist okay. Chocks, Tie Downs. Die sind an dem Clipboard, ne? Ja, doch, ist alles da. Tie Downs sind da, die Chocks sind da. Und die Engine Plugs, die roten Dinger. Und das machen wir jetzt alles hier. Weg. Man muss immer nach vorne klicken. Nee, oh nein, jetzt haben sie es auch gemacht. Jetzt haben auch die Kästchen einen Klickspot. Das ist auch neu. Und jetzt müsste alles weg sein. Jawohl. Hervorragend. Hydrauliksystem lassen wir mal kurz weg. Muss ich ehrlich gesagt mich mal mit beschäftigen, was da genau simuliert wird. ATC lassen wir weg. Pushback brauchen wir auch nicht. Jetzt geht's los. Tailwheel unlocked. Ist. Passengers sind eingestiegen. Passenger Briefing ist abgeschlossen. Die Tür ist verriegelt. Wir gehen sicherheitshalber gucken. Sekunde. Hatte der nicht die Tür hier in der Mitte? War das ja nicht die Tür irgendwo? Die waren. Wisst ihr was? Ich verwechsel, glaube ich, gerade ein bisschen was mit der BN2. Da ging die Tür nämlich auch auf. Und hier oben die Klappe. Ich glaube, bei der ist die Tür gar nicht simuliert. Die ist hier oben, aber. Au, doch. Alles gut. Ja. Zumachen. Zack.
Aber verriegeln könnte man die nicht, ne? Ist kein Riegel. So, wir schnallen uns auch an. Ich setze mich gleich wieder, zack, richtig hin. Master Switch. Nochmal kurz off, Avionik off. ELT ist armed, das ist der hier unten. Die stehen eigentlich immer auf. Gearmt. Cabin Vent as desired. Achso, Wetter haben wir noch nicht eingestellt. Sekunde mal. Was haben wir denn für ein Wetter? Autumn Sun, doch, können wir so lassen. Machen wir. Ne, ist ein bisschen kalt. Ne, wir machen es mal ein bisschen wärmer. Wir sind das schließlich auf den Seychellen. Machen es mal richtig warm. Dann hat man auch ein bisschen weniger Leistung. Alternator Switches. Off hat man gecheckt. Engine Starters off. Fuel Pumps off. Und. Sekunde mal. Nein, alles richtig. Vor Engine Start. Ja, manche Sachen sind einfach doppelt. Ne? Manche Sachen checkt man, bevor man einsteigt. Und manche Sachen checkt man direkt nochmal vor dem Start. Ist alles richtig. Circuit Breakers hat man. Magneto Switches. Flap Lever. Matches Position. Throttle Closed. Mixture Idle Cut Off. Mixture ist hinter uns. Cut Off. Und jetzt haben wir alles vorbereitet für den Engine Start. Batterie Master On. Internal Lights brauchen wir nicht. Wir machen Navigationslichter an. Und wir machen die Beacons an. Das Richtige, ja. Drehfunkfeuer. Ist ein bisschen komisch übersetzt, oder? Drehfunkfeuer, okay. Heißt das so, Drehfunkfeuer? Keine Ahnung. Okay. Anti-Collision Lights. Ja, Anti-Kollisionslicht. Na gut, zum Anti-Kollisionslicht zählt ja Beacon und die Strobes, ne? Wie übersetzt man die Strobes? Ich weiß gar nicht, Blitzlicht einfach, ne? Ich weiß gar nicht, wie Beacon Deutsch übersetzt wird. Aber wir nehmen es mal hin, Drehfunkfeuer. So, Carburetor Heat, Cold und Pushed In ist erledigt. Mixture jetzt Full Rich. Die Treibstoffventile öffnen. Wie gesagt, es dürfen immer nur zwei on sein. Ja? Also entweder der linke und Crossflow oder der rechte und Crossflow oder links und rechts. So. Crossfeed ist off, Fuel Pumps jetzt on. Wo waren wir stehen geblieben? Throttle. Kurz ein paar Mal durchpumpen. So. Wieder kaum Platz auf dem Tisch hier. Dann Master Ignition, Push In. Der ist aber immer reingedrückt, das hatte ich beim letzten Mal schon erklärt. Ich glaube, weil man kann ihn eigentlich im echten. Er bleibt halt auch nicht draußen, ne? Hold off, hold for 3 Sekunden. Er bleibt halt nicht draußen, der bleibt immer drin. Das ist aber auch neu. Das ging beim ersten Mal nicht, dass man den cutten kann, dass man den rausziehen kann. Ist auch neu. Fällt mir jetzt hier ein. Oder fällt mir auf. So, den linken Magneto auf links. Entschuldigung. Wir sind bei der rechten Engine. Den rechten Magneto auf links stellen. Also jeder Magneto hat ja rechts, links, both. Wir stellen den auf links. Ist auch ungewöhnlich, ne, dass man eine Maschine mit dem linken Magneto nur startet, aber ist bei der Maschine so. Jetzt hauen wir die Starters an. Und wenn die Maschine feuert, schalten wir die Magnetos auf both. So. Die springt auch relativ schnell an. Wir gucken gleich, ob Öldruck da ist. Ja, yeah. Passt aber alles. So, jetzt Generator an. Und hier wird jetzt auch Strom hergestellt. Rechts kann ich eigentlich schon ausmachen, kurz. Links. Das gleiche jetzt für links quasi. Den Magneto auf links stellen. Dann den Starter drücken. Läuft auf both
Alternator an, Generator an, Treibstoffpumpe aus. Wir checken Öldruck. Oh, da alles hin. Weiter geht's. Warm laufen lassen mit ungefähr 800 bis 900 RPM. Na, hier mal die RPM-Anzeige. Ganz klein bisschen Gas reingeben, dass er warm läuft. Aber wir haben es heute relativ warm. Ist eigentlich alles schon gleich im grünen Bereich. So, nächste Seite. Jetzt würden wir alles für den Flug einstellen, Avionics. Ich benutze so gut wie gar nichts hier heute. Wir lassen das komplett weg, wir fliegen einfach nur nach Sicht. Was wir aber machen müssen, ist Altimeter setzen. Wir müssten 2983 haben, genau, passt. Wir checken die Instrumente, die Flight Controls, sich alles bewegt. Da bewegt sich alles. Hier bewegt sich auch alles. Und da bewegt sich auch. Ich will mir mal kurz wieder die FPS einblenden. So. Was haben wir noch? ATC Clearance fällt weg. Taxi. Lichter anmachen noch. Flügelleuchten brauchen wir erstmal nicht. Oder machen wir die an? Ich weiß gar nicht genau. Sind es die Eisleuchten, ne? Flügelleuchten, glaube ich. Landescheinwerfer brauchen wir auch noch nicht. Pitot-Heat machen wir auch vorne erst an. Und Ventilator-Fan. Ach, wir machen es mal an. Es ist unheimlich warm. So. Können wir eigentlich losrollen. Dann lösen wir mal die Parkbremse. Also mal gucken, wo wir starten heute. Wird gleich hier vorne starten. Ja. Der Wind wird meistens immer aus dem offenen Meer kommen, ne, von da vorne. Und es gibt ja auch coole Videos, wie die großen Klopper hier landen, ne? Also es ist kein gerader Anflug. Hier kommen die großen Flugzeuge auch so reingekurvt und landen dann hier. Und das sieht schon richtig geil aus. Ich habe, glaube ich, ein Video vom... War das ein 330? Ich glaube, es war ein A330, habe ich gesehen. Ein Video, das sah richtig, richtig cool aus. Dann rollen wir mal vor. Warum ist ein Autopilot an? Ein Autopilot leuchtet. Bin ich dagegen gekommen? Habe ich aus Versehen eine Taste gedrückt. Warte mal. Wahrscheinlich. Jetzt ist er aus. Der Autopilot hat auch nur ganz rudimentäre Funktionen. Ja, wir haben einen Heading-Modus, wir haben den Navigationsmodus und Approach-Modus und einen Höhenhaltemodus. Keine vertikalen Speed-Modi und so weiter und so fort. Was beim Approach-Modus natürlich jetzt aber sein kann, ist, dass er trotzdem einen ILS-Anflug fliegt. Ja, sonst dürfte der Button eigentlich nicht Approach-Modus heißen. Habe ich aber noch nicht probiert. Ist aber auch neu. Das war in der Beta-Version vorher nicht so. Stellen wir uns irgendwas ein. Ich überlege gerade. Nö, wir rollen los. Komm, Junge, wir rollen los. Aber eine Außenansicht. Und das Coole ist, wenn wir das Fenster öffnen, ja, innen drin im Cockpit, ist es im Außenmodell auch offen. Das ist richtig geil. Das müsste ich bei der PMDG eigentlich auch mal testen. Da weiß ich gar nicht, ob das auch so ist. Oh, wir müssen aufpassen, wir können ja auch nach vorne kippen, wenn wir es übertreiben. Ich roll nur Quark, ne? Aber ich glaube, wir müssen hier nämlich rauf. Beifahrer, würde ich gerade sagen. Co-Pilot können wir, glaube ich, auch aufmachen. Gleich mal testen. Also, ist schon gut nachgebaut. Sieht auf den Bildern wirklich so aus. Ein paar Bilder angeguckt. Die Szenerie kostet um die... Was habe ich bezahlt? 29 Euro, glaube ich. Also um die 30 Euro kostet die Szenerie. Ist natürlich auch nicht billig, ne? Und viele der Flughäfen sind ja wirklich am Hintern der Welt. Also
Man kann hier durchaus 400 Meilen auf den Seychellen fliegen, um da irgendwie dann zur letzten Insel da zu kommen. So, da hinten das große ist die Insel, wo dann auch der Airport Praslin drauf ist. Ich glaube, die ganze Insel heißt Praslin. Hier das. Bremsen, 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 bremsen. Ich traue mich gar nicht so doll bei dem. Wir haben die Linie überfahren. Sollte man nicht unbedingt machen. So, wir machen kurz den Before-Takeoff-Check. Ich lasse aber, glaube ich, dieses ganze Engine-Gechecke jetzt hier weg. Den Ground-Check lasse ich weg. Wir machen einfach für den Takeoff die Treibstoffpumpen wieder an. Wir machen P2-Heat jetzt an. Elevator Trim lassen wir so, Rudder Trim lassen wir auch so, Flaps setzen wir auf 15 Grad. Ja, die Flaps sind hier. Jede Stellung sind 5 Grad, 8 Stellungen gibt's. Ist ein ganz schönes Geklicke, wenn man nachher beim Landen alles komplett ausfährt. So, Flight Controls hatten wir schon einmal gecheckt, lasse ich jetzt auch ein zweites Mal weg. Altimeter, Landing Lights machen wir noch an. Altimeter hatten wir auch schon gesetzt. Replay Tool, siehst du, da war wieder was. Zack, starten. Und ja, Takeoff ist easy. Ne, wir rollen los. Der hebt im Prinzip fast von alleine ab, ab einer bestimmten Geschwindigkeit. 54 Knoten ungefähr, beziehungsweise 62 Meilen pro Stunde auf dem Tacho oder auf dem Airspeed Indicator. Ist die äußere Reihe oder der äußere Ring sind Meilen pro Stunde und der innere Ring ist Knoten. Airspeed Knoten. Ich fliege eher nach Knoten, bin es einfach so gewöhnt und hier unten werden mir auch Knoten angezeigt. Ja, wenn wir abheben, wird das Fahrwerk eingefahren und dann versuchen wir auf ungefähr 87 mindestens zu kommen, 87 Knoten. Die beste Geschwindigkeit für den Triebwerksausfall ist eigentlich 82 Knoten bzw. 95 Meilen. Da ist eigentlich ein roter Strich, glaube ich, oder ein blauer Strich ist da eigentlich am Tacho bei Double oder bei mehr Multi-Engine-Aircrafts. Also, wenn eine Engine ausfällt, müssen wir uns einfach nur merken, 95 Meilen pro Stunde fliegen, das ist die beste Geschwindigkeit. So, aber ich hoffe, dass hier nichts ausfällt. Dann geht es los. Jetzt mache ich den gelben Punkt weg, jetzt stört er natürlich ein bisschen. Wir fliegen einfach mal um die Insel rum, machen auf der anderen Seite in diesen coolen Buchten auch mal eine Wasserlandung und kommen hier wieder zurück und machen mal eine Landlandung. Wir hatten, glaube ich, im letzten Video keine Landung an Land gemacht. Normalerweise würde man jetzt hier das Tailwheel verlocken, aber, also locken, ne, dass es nicht frei beweglich ist, aber das Heck bei dem Flugzeug kommt so schnell hoch. Und so könnte man, wenn wir es jetzt offen lassen, das Rad hinten noch so ein bisschen steuern. Es ist immer so schwer abzuschätzen, ob man wirklich 100% gerade steht. Und wenn wir das jetzt locken würden, könnten wir auch nicht mehr steuern. Deshalb lasse ich es offen. Und ich bremse an. Gebe langsam Gas. Wir haben ja auch keinen Turbocharger, nichts drin. Wir können ja nachher eigentlich Vollgas geben. Hier kann man nicht viel kaputt machen. So, Vollgas. Ich kann das ganz klein bisschen noch korrigieren hier. So, das Heck kommt gleich hoch. Und das Flugzeug hebt eigentlich auch gleich ab. So, jetzt. So, Fahrwerk rein.
Jetzt haben wir ungefähr die Geschwindigkeit für den Fall, dass eine Engine ausfällt. Und jetzt können wir langsam die Flaps einfahren. 10 Grad. Grad. Und ab. Wir drehen aber erst einmal hier kurz, dass wir mal kurz über die Hauptstraße hier fliegen. Will eigentlich gar nicht so hoch. Wir haben das Gas raus. Also es fliegt sich einfach herrlich, das Flugzeug. Also es steuert sich angenehm. So 1000 Fuß reicht eigentlich schon. Ich nutze den Autopiloten heute im Video nicht, ne, aber er ist jetzt inzwischen vorhanden. Was ich immer noch ein bisschen finde, ist, glaube ich, dass das Flugzeug zu viel Power hat. Man ist zu schnell auf den Höchstgeschwindigkeiten hier, glaube ich, aber ich kann das nur als Laie beurteilen. Und herrlich sieht es ja hier aus, ne? Sieht ja wirklich, wirklich geil aus hier. Ja, und als, also der Anflug ist hier so wirklich so rein in die Bucht und hier so einen gezirkelten Anflug. Und das mit einem riesen Klopper von Flugzeug sieht schon richtig cool aus. Und hier landen auch große, ne? Also hier landen auch 747 und so weiter. Ich glaube, da unten steht sogar eine, ja, stimmt, das hier unten steht eine statische 747, ne? Also es ist wirklich der Hauptflugplatz auch hier auf diesen Seychellen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ne? Für die Seychellen habe ich jetzt auch keinen so einen Point of Interest Mod gefunden, aber das hier unten zum Beispiel ist Eden Island, nennt sich das. Ja, und dahinter kommt so ein Industriegebiet. Fette Petroleumgesellschaft, ziviler Hafen und hier hinten ist so die City. Da gibt es auch ein paar kleine Sehenswürdigkeiten, so ein Uhrenturm und was weiß ich noch alles. Und hier rechts die kleinen Inseln, da sind so Bungalows drauf. Und die Insel ist, glaube ich, sogar ein Naturschutzgebiet oder ein wie heißt das, ein Naturpark. Hier sieht man auch die ganzen Öltanks. Wir fliegen mal hier durch. Also die Schiffe, die jetzt hier zu sehen sind, sind statische Szenerie. Ich habe meinen Schiffsmod an sich nicht an. Das Flugzeug fliegt sich einfach richtig cool. Und die andere Seite von den Bergen hier ist im Prinzip auch alles Naturpark. Doch irgendwie so ein Wanderweg, der einmal quer über die Insel führt. Aber dazu müssten wir, glaube ich, ein bisschen höher fliegen, um den vielleicht zu erkennen.
es sieht einfach geil aus. Auf dem kleinen Inselchen, weiß gar nicht, war da ein kleiner Airport drauf. Hat gar nicht geguckt. Hatten wir das hier? Okay, das ist größer. Das müsste ja Silhouette sein. Die Insel, Silhouette. Ist kein. Da ist kein Airport eingezeichnet. Nee. Nope. So, und hier gibt es halt die Buchten, die haben alle auch irgendwie Namen. Das sind eigentlich auch die ursten Badestrände. Ich glaube, das hier ist eine der bekanntesten. Den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Mit dem ursten Badestrand. So, und hier hinten gehen wir mal irgendwo runter und landen da rum, ne? Werd mal schon mal langsamer. Wir bauen schon mal ein bisschen höher ab. Geil, oder? Es sieht einfach so geil aus. Krass. So, wir müssen noch weiter runter mit der Geschwindigkeit. Das Fahrwerk ist schon fast mit das, was am meisten bremst. Fahrwerk können wir ausfahren unter 164 Knoten. Unter 146 Knoten, so rum. Da wir jetzt aber auf dem Wasser landen, macht das keinen großen Sinn. Das heißt, ich setze jetzt peu à peu die Klappen. Der weiße Bereich in diesen Airspeed-Indicators, ne, ist eigentlich für alle Flugzeuge aber gleich. Der gilt eigentlich nur für die komplette Landekonfiguration. Das heißt, dieser weiße Strich, ne, maximal Geschwindigkeit für Flaps, was haben wir hier? 40 Grad. Ja, und die anderen Flaps können wir in der Regel vorher ausfahren. Leider habe ich im Handbuch zur Vigion die konkreten Flap-Speeds für die einzelnen Stellungen nicht gefunden. Müsste ich mal vielleicht in die Aircraft-Configs reingucken, ob sich da irgendwas ergibt. War jetzt immer so 5 Grad raus. Wichtig ist, dass wir nachher ungefähr bei 84 Knoten dann wirklich voll konfiguriert sind und mit 74 Knoten ungefähr dann aufs Wasser zufliegen. Muss noch ein bisschen Power reingeben, wir werden uns zu stark absacken gleich. Um die 19 Manifold Pressure. So, und jetzt haben wir 84 Knoten. Jetzt fahre ich die Flaps im Prinzip komplett aus. Und jetzt gucken wir, ob wir hier ganz vorsichtig runtersegeln. Dass wir hier mal in die Bucht reinsteuern können. Muss ein bisschen Gas rausnehmen. Theoretisch haben sie auch viel am Flugmodell gearbeitet, laut den Patch Notes, also mit Center of Gravity und so weiter und so fort, dass man nicht mehr so extrem bounced. Und wir haben hier in dem Flugzeug kein Wasserruder, ne? Also wir können zwar trotzdem lenken, aber theoretisch hat es kein Wasserruder. Und hier ist nämlich auch ein
Also laut Google Maps ist ja auch ein schöner Sandstrand irgendwie. Fahr die Flaps schon mal wieder ein. Zumindest auf 15 Grad, das brauchen wir gleich wieder zum Starten. Sieht schon geil aus. Sieht einfach krass aus. Das spiegelt da alles so ein bisschen, ne? Das ist, genau, deshalb sieht das so eigenartig gerade aus, aber das spiegelt einfach noch der Sandstrand. Wir sind eigentlich ganz schön schwer, ne? Wir sinken, glaube ich, noch nicht tief genug ein. Aber ich bin mir 100% sicher, dass an diesem Flugzeug noch eine ganze Menge gearbeitet wird. So hätten wir den ganzen Strand für uns alleine hier. Dann drehen wir mal so ein bisschen wieder aufs offene Gewässer, oder wir drehen zumindest mal ein bisschen rein hier. Hier müsste irgendwo auch der Pfad rübergehen. Wo sind wir ungefähr? Warte mal. Ja, es kommt hin. Der geht ja so irgendwie mittig, geht hier, glaube ich, einmal so ein Wanderpfad einmal komplett rüber. Würde man wahrscheinlich nur von oben erkennen können. Ey, wenn da jetzt ein paar Leute wären, wa? Die ist schön mit Badetüchern. Ein bisschen mit Leben noch auffüllen, die Szenerien, wirklich mit Mannequins. Das wäre cool. Gut, dann starten wir wieder. Die Trimmung wieder ein bisschen neutralisieren. Und wir machen einfach einen rollenden Start, so peu à peu, vorsichtig Speed geben. Richtige Sicht, ja. Ja, Wassereffekte gibt es leider auch keine, ne? Also hier spritzt nichts. Ich ziehe einfach ganz leicht am Stick. Dass wir den Bug halt aus dem Wasser raus halten. So gut wie möglich. Und jetzt immer Vollgas. Das war ein bisschen doll, ne? Ich glaube, der Ruck war zu doll. Das wäre dann aber mein Fehler gewesen. Kann das Flugzeug nicht führen. Man muss ganz schön nose down trimmen hier bei dem Flugzeug. Weil ich natürlich jetzt den Schwerpunkt unheimlich nach hinten gelegt habe. Aber steuert sich in meinen Augen einfach beim Takeoff und bei der Landung besser. So, ich fahre die Flaps langsam ein. 10 Grad. 5 Grad. Und Flaps ab. Nehmen auch gleich wieder ein bisschen Power raus, um den Motor zu schonen.
in meiner Checkliste stehen zur Not auch ein paar Performance-Werte drin, ja, also Cruise Performance, Power Setting und Climb Power Setting auch. Da wir hier in dem Flugzeug aber auch die RPM so nicht großartig einstellen können, regeln wir eigentlich so gut wie alles nur über den Gashebel. Wir nehmen ja deutlich Gas raus, wir wären sonst einfach viel zu schnell und kommen in den gelben Bereich im Tacho, der ist ab 146 Knoten. Bisschen trimmen. Also man kriegt es ganz gut hin, das Flugzeug so auszutrimmen, dass man wirklich loslassen kann und schön in der Außenansicht fliegen kann. Mit einer relativ stabilen Höhe. Und dann fliegen wir jetzt im Prinzip zurück und fliegen einmal auch diesen gekurften Anflug über die Bucht rein. Da gibt es auch richtige Karten zu, oder, ne? Wer das mit einem großen Flugzeug macht, der kann einfach vom Navigraph die Karten dazu nehmen. Guck mal, da unten ist noch so eine Mini-Insel, ne? Okay. Das wäre so das Richtige für mich. Sofern es da Internet gibt. Und das Wasser muss natürlich ringsherum weg. Aber ansonsten wäre so eine kleine Insel schon ganz gut. So ein bisschen an der Ostküste lang, beziehungsweise Südostküste. Also das ist eher jetzt hier so der Süden der Insel, glaube ich, na, so von Ausrichtung her. Und genau, wir fliegen so ein bisschen an der Südostküste lang und dann hier oben rein. Einfach nur schön entspannt, das Flugzeug. Relativ einfach zu fliegen. Nicht zu kompliziert. Ist natürlich Payware. Ja, muss jeder selber wissen. Was habe ich Ihnen letztens erzählt? 20 Euro oder so waren das, glaube ich, ungefähr. Pi mal Daumen. Ich habe das schon wieder vergessen, was ich bezahlt habe. Aber ist in meinen Augen deutlich tiefer simuliert als die Freeware G21. Ist natürlich aber auch von einem Payware-Flugzeug zu erwarten, ne? Dass es etwas besser ist als ein Freeware-Pendant. Ja, die 21 ist ein bisschen größer. Aber vom Prinzip her sind es fast die gleichen Flugzeuge. Es ist wirklich nur ein etwas größeres Modell. Oder das hier ist ein kleineres Modell von der Goose, halt. Sagen wir es mal so. Die Goose war auch zuerst da. Auf dem Kreuzfahrtschiff, ne? Ja, das da hinten ist die Insel mit Prusin. Da fliegen wir auch nochmal vielleicht irgendwann rüber. Laut den Informationen, die ich gefunden habe, sind ja halt unheimlich viele Twin Otters unterwegs, die
zwischen den Inseln hin und her jumpen. Also in real life. Zum Entspannen. Herrlich. Jetzt können wir den Flugplatz mal von oben sehen. Da darf man auch nicht zu lange floaten, denn, also wenn man mit einem großen Flieger kommt, sollte man wirklich auch wirklich, also runter, einfach wirklich runter und nicht zu lange versuchen, zu sanft aufzusetzen und zu floaten. Das kann, glaube ich, eher ins Auge gehen. Weil so richtig dolle lang scheint hier nicht zu sein, ne? Die Bahn. Was steht denn hier für eine... Die Meteranzahl stand, glaube ich, sogar drin irgendwo. Hier. Nee. Doch. Praslin? Hier. Was haben wir für eine Bahn? Das sind 9000 Meter. Wie viel Fuß sind denn das? Naja, doch, ist eine ganze Menge, ne? Das ist eine ganze Menge. Sieht von oben kleiner aus. Das sind ja 27.000 Fuß oder so. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, dann gehen wir mal runter auf 1.000 Fuß. Fliegen auf 1.000 Fuß an. Und ich fange so bei den Windrädern dann an, langsam zu sinken. Es sei denn, wir kommen genauso günstig, dass wir gleich weiter sinken können. Auf jeden Fall müssen wir Geschwindigkeit abbauen. Öldruck, Öltemperatur, sieht alles gut aus. Carbtemperatur ist auch alles okay. Oh, zu viel getrimmt. Zack. Einzelne Klicks nehmen. Na, wir kurven jetzt hier so rein. Einmal um die Insel rum und dann runter. Ich gebe ein bisschen Power rein, weil wir sind auf 1000 Fuß. Die möchte ich dann jetzt noch ein Stück halten. Schon wieder zu viel. Ich setze jetzt auch erstmal Flaps 1. Wir haben vergessen, vorhin nach dem Start die Treibstoffpumpen und so auszumachen, ne? Also sind jetzt noch an. Die sind aus. Wir machen sie eigentlich zur Landung an. Äh,
Ich habe jetzt die Karte noch nicht so genau, also die Anflugkarten studiert. Ich weiß nicht, ob man jetzt über die Hütten direkt rüberfliegt oder vor den Hütten hier lang. Da wir sowieso einen VR-Flug machen, ist es auch nicht so wild. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den großen Fliegern immer über die Urlaubshütten rüber donnert, oder? Wäre ja nicht so schön. Keine Ahnung. Kommt aber von der Kurve fast nicht anders hin, oder? Da wird wahrscheinlich aber auch nicht alle 5 Minuten irgendwie so ein Flieger landen. So, wir fangen jetzt langsam an zu sinken. Ich fahre erstmal das Fahrwerk aus, das bremst erstmal richtig schön. Nächste Klappenstufe. Ich ändere jetzt erstmal wenig am Power Setting. Ich bremse jetzt wieder ausschließlich fast über die Flaps. Flaps 20 Grad. Tief, wenn ich die Richter richtig deute. Ich gebe ganz klein bisschen Power rein. Wir sind bei 80 Knoten. Ich setze jetzt volle Flaps. Und wir gucken, dass wir so mit 74, 75 Knoten fliegen. Und den Rest machen wir jetzt über Schub. Power. Bisschen Power reingegeben. Das passt aber noch ganz gut. Tailwheel ist unlocked. Wir müssen halt hier auch sehen, dass wir das Heck dann so schnell wie möglich runterbekommen, ne? Dass wir auch steuern können dann, lenken können. Wir haben ganz klein bisschen Power raus. Er wird vermutlich trotzdem springen. Also das Ding hat so nur weichen Räder. Und auch noch so viel Auftrieb jetzt, obwohl wir unheimlich schwer sind eigentlich. Mal runter. Okay, ich fahre die Flaps ein. Und dass wir das Heck runterbekommen. Und lenken können. Sehr schön, wir sind unten. Wir rollen mal gleich runter heute. Aber ich glaube. Ach nee, wir müssen umdrehen hinten, ne? Ich glaube, ja. Hier gibt es kein Taxiway nach da hinten. Wir müssen umdrehen. Mal ganz langsam bremsen. So, zurück.
Ist relativ leise, ne, irgendwie draußen im Vergleich zu anderen Flugzeugen. Ich habe irgendwie gar nichts geändert an meinem Sound, ich höre den kaum. Zum Beispiel im Vergleich zur Corsair oder so, die ist auch wieder schweinelaut. Ach, ich wollte mal probieren, ob das andere Seitenfenster aufgeht. Geht das auch auf? Ah, cool, guck mal. Guck mal. Und ist im Modell dann auch offen. Cool. Das ist ja geil. Ich glaube, ich werde mich in 5 Jahren immer noch so über den Flugsimulator begeistern. Das ist einfach so geil im Vergleich zu den Sachen, die man früher so hatte. Also ich habe einige Simulatoren ausgesetzt zwischendurch. Das letzte, was ich hatte, war FS 2004, glaube ich. Und das ist ein Riesenunterschied. Das kann man gar nicht beschreiben. Gucken, ob das dann eine 747 ist, aber ich glaube. Können wir da runtergefahren? Können wir da hin? Doch, das ist eine 747. Sieht so aus. Ja, die Bahn ist lang genug. Das täuscht von oben. Das täuscht von oben. Kleiner Airbus, ne? Das ist auch eine Boeing. Dann ist das da hinten aber ein bisschen nicht 350, 330. Was Großes, ne? Oder? Kenn mich damit nicht so aus. Kenn mich mit den großen Fliegern nicht aus. Das könnte eher eine Boeing sein hier. Ist aber eigentlich auch egal, nicht wahr? Wir machen einfach Schluss jetzt hier. Wir stellen uns hin. Zack. Kaboom. Fahrbremse. Herrlich. Herrlich. Also die Änderungen sind deutlich spürbar von dem Flugzeug. Alles, was dazugekommen ist, ja Autopilot. Die Anzeigen fürs Rad, das sind alles so nützliche Sachen. Aber man merkt auch am Flugmodell ein ganz klein bisschen was. Und ja, ich denke, da kommt noch mehr. Geil wäre es wirklich, wenn der Sound von außen lauter wird, wenn man das Fenster aufmacht. Das wäre echt cool, dass es die typische Geräuschkulisse gibt. Ja. Ansonsten, liebe Leute, denkt dran, wir haben einen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern und einem mehrköpfigen, kompetenten Supporter-Team. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, oder ihr euch miteinander darüber austauschen wollt oder Mitspieler sucht, dann kommt doch zu uns auf den Discord-Server. Ihr könnt dort inzwischen auch Meta-Abfragen machen und ihr findet auch den Discord auch so gut wie alle meine Videos, Mods und Links nach Kategorien sortiert. Den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen bzw. geholfen hat, dann lasst bitte wirklich auch einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.